Hey, es ist Sonntag, es ist 6.26 Uhr und es geht mal wieder eine Reise los. Man beachte mein Mützchen, es ist wieder mal schweinekalt, obwohl es gestern ziemlich warm war. Ich will heute mal eine Runde um die Mückelberge fahren, leichtes Gepäck, keine Drohne, kein gar nichts. Nur eben mal so. Und das hier ist die Grünauer Straße. Altbauten, Neubauten. Vielleicht ist nicht alles wirklich gelungen. Um 6.36 Uhr bin ich aus Köpenick raus. Ich fahre jetzt erstmal ein Stückchen die Straße lang und versuche dann in die Kanonenberge reinzubiegen. Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele Straßenbahnen gibt. So, ich wollte nicht mit so anfangen. 6.42 Uhr. Das heißt, ich bin nicht mal 20 Minuten unterwegs. Bin über Köpenick in Richtung Mückelturm unterwegs und habe jetzt gerade die Hauptstraße verlassen und fahre durch den Wald. Die Straße hier dürfte sehr schlecht sein. Sie dürfte dann irgendwann sehr steil werden. Und am Ende komme ich vielleicht so um 7 rum am Mückelturm an und kann mal gucken, wie weit das jetzt gebaut ist.
Das ist jetzt der Weg auf den Kanonenberg hoch. Wollte ich eigentlich nicht, aber die Verlockung war zu groß. Kanonenberg, weil wohl irgendwie vor 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren die kaiserliche Armee hier einen Übungsplatz gehabt haben soll. Habe ich gelesen oder glaube ich gelesen zu haben. Man weiß das aber immer nicht so genau, was man denn tatsächlich gelesen hat. Auf jeden Fall geht es schön steil bergan. Und das brave Einrad tut, was es soll. Bisher. So ein bisschen gespannt bin ich ja, was wir heute für eine Aussicht haben werden. Jetzt blendet mich die Sonne ziemlich. Aber mein Mützchen rettet ja wieder alles. Oben. In dieser Richtung ist der Mückelturm. Schön jetzt zwischen den Bäumen zu erkennen. Da wollen wir als nächstes hin. Jetzt den Berg wieder runter. Ich denke eigentlich, dass ich so ziemlich der Erste bin, der hier jemals mit dem Einrad hochgefahren ist. Ist das was fürs Guinness-Buch? Vermutlich nicht. Zurück auf der Straße. Kanonenberge links von mir und jetzt geht's hoch zum Mückelturm. 8% Steigung sind angesagt. Ich weiß gar nicht, 45% sind 45 Grad sind wohl 100% oder sind 90 Grad? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall wird's steil. Aber scheinbar immer noch nicht fertig. Ja, das war der Mückelturm. Entgegen allen wahrscheinlich existierenden Vorurteilen, nee, nicht Vorurteilen, sondern Überzeugungen, steht der Mückelturm nicht auf dem großen Mückelberg, sondern auf dem kleinen. Und dementsprechend bin ich jetzt unterwegs auf dem Weg zum großen Mückelberg.
Das ist dann auch der letzte. Danach kommt der Abstieg nach Müggelheim. Dann geht es Richtung Gosen, Wermsdorf und dann sind wir fast schon wieder rum. Flugzeug, na klasse. Hinter mir jetzt der Fernmeldeturm, ein paar Antennen, dann diese komische Kuppel, die ich immer für eine Sternwarte gehalten habe. Das Ganze gehört wohl der Telekom. Und das ist der Beweis, dass ich auf dem großen Müggelberg stehe. Aussicht ist von hier aus nicht so gut, einfach ringsrum überall Bäume. Der Fernmeldeturm. Und jetzt will ich hier irgendwann mal links abbiegen, weil die Straße hier irgendwie so zur Krampe führt und zur Krampe will ich eigentlich nicht. Na, wir schauen mal. Müggelheim. Vermutlich der modernere Teil. Und schöne Gegenlichtaufnahmen. Aber besser geht's nicht, wenn man nach Osten fährt. Zurück auf der Hauptstraße. Alles soweit gut, rechte Straßenseite. Und die ganze Welt schläft noch. Zum Glück.
irgendwo zwischen Müggelheim und Gosen. Der Wald. Inzwischen ist mir übrigens saukalt, um das mal anzumerken. Ich bin froh, dass ich das Mützchen aufhabe. Und die Brücke über den Gosener Kanal. Da werden wir jetzt gleich den Sedinsee sehen. Mit Anlagen natürlich das Ganze. Und jetzt sind wir gleich im Gosen. Uhr 32 und ich bin, glaube ich, jetzt gerade in Wernsdorf angekommen, hinten an der Brücke. Bergan hat der Akku jetzt schon deutlich balken gelassen, aber hier so auf der glatten Straße sieht es noch gut aus. Das hier ist jetzt der Oder-Spree-Kanal. Lauter verrückte Angler. Kaputt.
Und schon sind wir wieder in Berlin. Schmöckitz, um genau zu sein. Hier ist gleich die Brücke. Wir fahren dann also wieder über die Dahme und von da an immer schön die Dahme lang bis in den Hafen. Derzeit mal so auf der anderen Seite. So, und da drüben, wenn man ganz genau hinschaut, ist jetzt wieder der Fernmeldeturm vom großen Mückelberg. Ein paar Meter weiter kommt dann auch der Mügelturm. Inzwischen ist mir saukalt. Und das Einrad sagt, dass der Akku mindestens halb leer ist. Wir werden also nicht direkt nach Hause humpeln, aber so richtig Höchstleistung gibt es auch nicht mehr.